Hallo, ihr Küken, und damit recht herzlich willkommen in unserem Rosting-Geschmackstest. Auf unserem Kanal und zu einem weiteren Rosting-Geschmackstest. Ich bin ja voll der Hunger, oder? Vorab natürlich noch ganz wichtig: es handelt sich dabei alles um unbezahlte Werbung. Alles selber gekauft, bekommt kein Geld dafür, keinerlei Verpflichtungen, bekommt nichts dafür, alles selber bezahlt. So viel dazu. Und ganz wichtig noch, vielen Dank an unsere Unterstützer, ohne die es hier natürlich auch nicht machbar wäre und zu realisieren. Vielen, vielen Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. Alter. Heute testen wir euch. Da freue ich mich schon riesig drauf. Auf die Sorte Twix Salted Caramel. Ich liebe Karamell, ich liebe Salz, ich liebe Twix. Kosten, glaube ich, regulär, ich weiß es nicht, 1,99. Es sind 5 mal 2 Stück drin, also 10. Also 5 Zweierpackungen gehe ich davon aus. Und ich habe es gekauft im Penny im Angebot für 1,39 €. Diese Twix. Wir schauen mal kurz auf die Nährwerte. Es sind 230 Gramm drin und haben pro 100 Gramm stramme 491 Calories. Also Freunde, da kommen wir schon mal hier ganz, ganz verdächtig an die 1000 Kalorien Grenze. Ich werde aber nicht alle hier essen. So viel mal dazu, ne? Glaube ich mal nicht, wer weiß. Aber bei so Sachen, bei Twix kann ich einfach nicht aufhören. Was ist denn euer Lieblingsriegel? Mein absolutes Highlight forever sind die Nuts. Die Nuts-Riegel. Wisst ihr, kennt ihr Nuts? I love it, das sind die besten für mich. Wir reißen das Päckchen mal auf. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, das sieht man ruhig immer, die Orangen. Geh auf, du Horst! Ich krieg die so schnell raus! Schön immer verpackt! Und so sehen sie aus! Bitwix! Ich hol mal eins raus! Für euch! Benny! Schön sieht's aus. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja echt mal gespannt, wie sie schmecken. Und ihr auch? Schreibt es in die Kommentare, bevor ich anfange. Oh, Schokolade. Echt bin ich gespannt auf den Geschmack. Also, salzig kommen die gar nicht vor. Karamell. Hatte ich hier extra nicht im Kühlschrank. Aber für mich ist es irgendwie vom Geschmack her. Man merkt, es ist Karamell. Aber vom Salz merke ich nichts. Überzeugen mich jetzt nicht so. Salted Caramel. Für mich nichts Besonderes. Oder? Nee.
Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Und Spielchen, oder? Hat man in die Kommentare. Mögt ihr überhaupt, dass ich so verrückt bin? Ich könnte versuchen, mich zu ändern, aber ob mir das gelingt. Aber bitte schreibt es mal in die Kommentare. Oder mögt ihr gerade meinen leicht durchgeknallten Style? Leicht untertreibt. Er sagt, wer da untertreibt mit so. So. Wo bist du? Seit 50 Jahren fast. Ja. Hallo. Salz? Ne. Aber irgendwo haben sie den vergessen, glaube ich, oder geht unter. Nein. Nein. Nein, wir haben hier vom Hocker. Vielleicht soll man zwei essen, ne? Ich hab mich jetzt echt schon drauf gefreut, aber. Eben weil es gesalzen ist. Aber trotzdem noch extrem süß. Man sieht ihn gar nicht, aber es schmeckt genauso wie ein normaler Riegel mit Karamell. Bis halt auf den Crunch, der normal ist bei Twix. Also, das enttäuscht mich wirklich. Aber mir echt immer vom Hocker, muss ich sagen. Ich meine, Twix für 1,39 so eine Packung. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber da gibt es Besseres. Ich liebe ja die Twix White. Weil ich ja absoluter White-Liebhaber bin. White ist meine Geschmacksrichtung. Je weißer, desto besser. Alles an Weiß. Und das Beste ist immer noch die Snickers White. Snickers White. Aber wie gesagt, mein Lieblingsriegel ist der Nuts. Nur bekomme ich den hier bei uns nirgends. Manchmal gibt es ihn bei uns im Lidl, da komme ich nicht hin. Und hier weder Edeka noch Penny noch sonst was. Alles kleine Läden. Ich glaube, ich werde die anderen drei auch nicht essen oder so, weil es einfach keinen Spaß macht. Ich habe mich eh, weil der Mund dazu ist, wenn sie sauer ist, dann kommt das Mund hoch. Sind echt nicht so mein Ding. Und eben, das Salz? Ich merke da nichts, dass das gesalzen ist, Leute. Sind wir hier im Altersheim? Liebe Grüße gehen raus an alle lieben älteren Menschen. Ich liebe ältere Menschen. Oder in Krankenhäusern. Sparen mit dem Salz. Bringt er keinen Geschmack? Ohne Salz, ohne Fett. Wo ist da noch Geschmack? Im Öfen. Da nützt das beste Essen nichts, wenn zu wenig Salz drin ist und zu wenig Fett.
verstehe ich nicht. Ne, muss nicht sein, Freunde. Sorry. Zwei so Packungen lang von diesen Twix Salted Caramel. Ich hab mir's aber schon fast gedacht. Wo ist denn hier mein Putzlümpeli? Bitte, bitte roast die mal wieder sauber. Ich hab mir's fast schon gedacht. Leider gab's Spekulatius gerade nicht. Ich liebe Spekulatius-Geschmack. Gewürz. Boah, Hammer. Nee, 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 nee. Freunde, nichts Besonderes. Braucht man nicht. Auf das kann die Welt verzichten. Meiner Meinung nach. Ich habe nur meinen Geschmack. Kommen wir zur Punktevergabe von 10 möglichen Roasties-Geschmackspunkten. Gebe ich für die Twix Salted Caramel. Für, weil sie im Angebot waren, den Hammerpreis von 1,39 bekommen sie von mir 2 Punkte. Und alles andere spare ich mir. Also kriegen die von mir 2 Punkte. Weil der Rostimann nämlich enttäuscht ist. Ganz einfach. Sowas geht nicht. Kein Salz, Standard, nichts Besonderes. Ich habe mir mehr erhofft, aber ich habe mir schon fast gedacht, wird mich nicht überzeugen. Schade, dass es die Spekulatius nicht gab, die hätte ich so gern mal getestet. Aber es kommt ja nochmal Weihnachten, also es steht ja noch weiterhin vor der Tür. Vielleicht kommen sie nochmal, dann werde ich die auf jeden Fall auch mal testen, wie die dann schmecken. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Anregungen, Wünsche habt, Lester hat mir geschrieben, er möchte sicher diese Energy Drinks, aber ich habe es ja schon im vorhergehenden Video gesagt, kann ich mir leider nicht leisten, weil das sprengt mein Budget ins Absolute. Geht leider nicht, lieber Lester, tut mir leid. Höchstens, man schickt mir eine Box mit Energy Drinks, die ich testen soll. Das Problem ist halt immer, die Leute, wenn ich frage, was ihr sehen wollt, wenn ich es realisieren kann, mache ich es ja gern. Aber ihr wisst ja, wie es um meine Situation steht. Packt doch einfach mal mit euren Freunden, legt zusammen jeder einen Euro und schickt mir so eine Box. Ein Karton, wo ich auspacken kann, mit Energy Drinks. Ich weiß, Versandkosten dann teuer wegen Gewicht, etc. etc. Allah. Da haben wir es nämlich wieder. Freunde, wir kommen zum Ende. Ich nehme schon wieder 13 Minuten auf diese nicht gelungene Tricks hier. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet wieder auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet auch das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur auf diese glühende Motorsperre drücken. Please hit button to subscribe. Wie schon gesagt, genießt das Leben, habt Spaß, aber passt auf euch auf und schützt euch. Wichtig, wichtig, wie? Wichtiger denn je. Ist wieder fast übers Sprung. Und bleibt gesund, Freunde. In diesem Sinne, freut euch schon mal auf einen weiteren Geschmackstest, der eventuell auch noch kommen wird. Im Moment habe ich sonst gar nichts mehr. Es ist auch nichts da, was ich testen könnte. Ich bin jeden Tag auf der Suche. Ich gehe halt immer nur jeden Tag in Penny oder ab und zu mal in Edeka, weil die gerade beieinander liegen. Aber wenn ich jetzt... Oh, muss ich auch noch rausholen. Wenn ich jetzt sehen würde, würde ich sofort testen, wenn ich es mir leisten kann. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen, getestet haben möchtet. Ich versuche es zu machen. Ansonsten, wir sagen schön mit den Fingerlichen Rutz, euer SM-Teddy, dem Mini-Interesse-Rattelfalte, Ute Rostig natürlich. Das sieht ja auf dem Kipperl, das ich von meinen Schweizer Freunden David und Simon geschenkt bekommen habe. Aber vielen Dank und Grüße gehen raus in die Schweiz. Und Rosti, alla, Freunde. Ciao, macht's gut, bleibt gesund. Bye bye, unser gesamtes Team, ja, die ganzen durchgeknallten. Ciao.